Heute haben wir hier bei uns die Autorin Elisabeth Sehr, die uns ihren Roman Jakobsweg vorstellt. Herzlich willkommen, Frau Sehr, und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Hallo, ich begrüße Sie auch. Danke. Elisabeth Sehr wurde in Wien geboren, hat als Übersetzerin für Italienisch und Englisch gearbeitet und hat drei erwachsene Kinder. Ihr Buch Jakobsweg beginnt so. Jakob Lechner, am 1. Januar 1900 auf einem Tiroler Bergbauernhof geboren, wurde bereits mit 8 Jahren ins Schwabenland geschickt, um dort sein Glück zu versuchen und als Hütebub Quartier und Arbeit zu finden. Glück hatte er vorerst jedoch keines. Liebe Frau Sehr, warum denn nicht? Und bitte erzählen Sie uns mehr über den Werdegang Jakobs. Vorerst scheint alles schief zu gehen in Jakobs Leben. Er kam als armes Kind zur Welt, der Vater starb, die Mutter krank. Er hatte in der Schule kein Glück, weil er keine Tafel hatte, weil er keine Schuhe hatte. Das war damals auch nicht selbstverständlich. Er war also bis zu seinem 8. Lebensjahr wirklich ein ganz armes Kind. Dann wurde er ins Schwabenland geschickt und sein Schicksal wurde noch schlimmer, denn er kam an einen Trunkenbold, zu einem bösen Bauern, der ihn ausgebeutet hat. Das war damals tatsächlich oft so, dass die Bauern es mit den Schwabenkindern nicht immer gut gemeint haben. Ich wurde von der Zeitung interviewt und mir hat der Überschrift gut gefallen in unserer Regionalzeitung. Der hieß nämlich Glück in Unglück verwandeln. Und so würde ich das jetzt fast auch beschreiben. Das Glück kam aber jetzt nicht sofort und das hat er sich auch nicht schwer erarbeiten müssen. Das Glück kam in Form einer ganz anderen Person, die überhaupt nichts mit Jakob zu tun hat. Ihr Name war Christine. Und wenn Sie das zweite Kapitel lesen, also wenn man das zweite Kapitel liest, dann kommt gleich Christine. Christine ist eine sehr reiche Frau, die immer Glück hatte, die jetzt ins Unglück kam, weil ihr Sohn und ihr Mann unter einer Lawine begraben wurden, gestorben sind. Und sie alleine dastand. Das war jetzt nochmal auch ein Unglück für diese Frau. Das Glück für Jakob war, dass diese Frau diesen kleinen Jungen am Ostersonntag beim Gottesdienst gesehen hat und sofort an ihren Sohn denken musste, an ihren Verstorbenen. Denn die sahen sich ähnlich. Es hat ihr keine Ruhe mehr gegeben. Dann hat sie ihn aufgesucht auf dem Bauernhof, just in dem Moment, wo er fast am Sterben war. Er wurde so gequält von den Bauern, dass in dem Moment, wo er fast am Ertrinken war, der Jakob, hat sie ihn gerettet und hat das Kind spontan, was sie sonst nie gemacht hätte, zu sich genommen. Es war ja ihr Kind. Eigentlich war es ihr Kind, das gestorben ist, das sie in der Hand hielt und ihn weg vom Bauern wegnahm. So begann das Glück für Jakob. Schön, danke. Sie hatten schon angesprochen, viele Menschen kreuzen Jakobs Weg. Welche dieser Personen ist die einflussreichste auf Jakob, beziehungsweise auf wen hat Jakob am meisten Einfluss? Ja, also auf jeden Fall war das die Christine, eine Baronin, wie gesagt, die ihn adoptiert hat, die auch seine Geschwister adoptiert hatte, später dann, als die Mutter gestorben war. Die hatte am meisten Einfluss auf ihn, weil sie hat ihn in ein völlig neues Leben gebracht. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ein Bub, der nicht mal elektrisches Licht, der gar nichts, der keine Badewanne, der nichts kannte, der keinen Luxus kannte, der nicht einmal genug zum Essen bekam, kam plötzlich in ein anderes Leben. Und das war für ihn natürlich nicht nur das Glück, sondern auch der große Einfluss. Weil sie hat ihn ja auch praktisch erzogen. Sie hat ihn praktisch fit gemacht für das Leben danach. Der zweite war der Hauslehrer ihres ehemaligen Kindes, der Nico. Der hat auch großen Einfluss, weil er hat mit ihm so lange geübt, bis er dann alles gekonnt hat, um ins Gymnasium zu gehen. Und dann war es leicht für ihn, denn er wollte ja lernen, er war wissbegierig, er wollte lernen. Diese beiden Menschen haben den größten Einfluss auf ihn gehabt. Jakob selbst auf andere Menschen, auf alle. Jakob hatte auf alle einen Einfluss, nicht nur auf seine zwei Schwestern, sondern auf alle, die ihm begegnet sind. Und das ist der Zauberstab, den er in der Hand hält und unwissentlich jeden anstipst. Und dieses Leben der anderen verändert sich mit seinem mit. Schön, ja, hört sich wahnsinnig interessant an.
Frau Seer, und möchten Sie uns verraten, von wem die Illustration stammt? Das ist sicherlich auch erwähnenswert. Ja, das ist nämlich mein Mann, Uwe Seer. Und Uwe ist eigentlich Musiker, aber sein Hobby ist die Malerei, sein großes Hobby. Er hat ein Atelier hier auch hier um die Ecke und er hat eigentlich dieses Bild schon vorher gemalt. Es ist nicht so, dass ich jetzt auf die Idee kam, ach, da ist das Bild und jetzt mache ich das Buch dazu, aber das hat einfach gepasst. Er kann wirklich sehr, sehr gut malen, aber alles nur ein bisschen angedeutet. Und das sieht man ja auch auf der Ja, Illustration. Man sieht ja nur Kinder im Schnee oder zwei Kinder im Schnee. Mehr sieht man ja nicht. Ne? genau. Aber irgendwo kann man sich schon denken, wo stapfen die denn hin? Genau. Also es lässt Raum für eine Interpretation, genau. Absolut. Welche Zielgruppe würden Sie sich wünschen für Ihr Buch oder welche Zielgruppe sprechen Sie an? Also ich habe keine Zielgruppe vor Augen gehabt. Natürlich sind schon ein paar, Kinderbuch ist es keines. Ich habe schon ein paar Richtlinien gehabt. Also der oder die, der würde das gefallen. Habe mich aber oft getäuscht, weil wirklich Leute mit großer Bildung waren so begeistert und manche wieder, die also kurz Maler gern gelesen haben, wie gesagt, das ist fast zu viel für mich, das schaffe ich nicht. Ich glaube, die Zielgruppe ist sehr breit gefächert. Ich glaube, dass da jeder, so wie er halt beschaffen ist, entweder das Buch gefällt oder nicht. Das Schöne ist halt, das ist der Wunsch von uns allen. Wir wollen ja auch ein Happy End haben für unser Leben. Und ich glaube, wir suchen das Happy End auch woanders. Und so soll es ja auch ausgehen dann, das Buch. Mehr verrate ich nicht. Nein, mehr verraten Sie nicht. Okay, Frau Seer. Und steht ein neues Werk an? Sind Sie schon dabei, am zweiten Teil zu schreiben? Wird es einen zweiten Teil geben oder ändern Sie Ihr Genre? Tatsächlich habe ich schon ein Buch fertig, das heißt Entschlossen Burgund. Das ist wieder ganz andere Sachen, aber auch hier wieder vom Unglück ins Glück geht. Und das Buch, das ich jetzt gerade schreibe, handelt von drei starken Frauen. Auch in der Zeit um 1920 bis 60 herum. Also 1920 kommen diese drei Frauen zur Welt und sind ganz unterschiedlich, kommen aber dann zusammen. Ja, dann beginnt der Krieg und da ändert sich vieles. Und die drei, unter anderem eine Jüdin, die halten zusammen und die schaffen es gemeinsam. Deswegen. Okay, dann sind wir gespannt und freuen uns auch auf Ihr nächstes Werk. Sehr Sehr schön. gerne. Liebe Frau Seer, ich danke Ihnen. Das Buch Jakobsweg von Elisabeth Seer, durch den Europa Verlag veröffentlicht, ist ab sofort im Handel im Paperback-Format und auch online im E-Book-Format erhältlich. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, ebenso. Auf Wiedersehen.